Hallo und herzlich willkommen zu diesem Hello Freitag. Mein Name ist Dadier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffentlich habt ihr alle das Unwetter gut überstanden. Ich nehme das Ganze sehr, sehr, sehr spät auf. Deswegen ist diese Folge auch spät dran. Aber wir haben noch Freitag und damit können wir mit einem neuen Topic in dieses Wochenende hineinstarten. Und glaubt mir, dieses Topic ist wieder saftig mit Kontroverse gestützt, sodass wir uns wieder richtig schön reinärgern können, liebe Leute. Und zwar möchte ich heute angesichts des Pride Months nun auch die deutsche Variante mit euch einmal besprechen. Und zwar den verfluchten, verkackten und äußerst bescheuerten Stolzmonat und was dahinter steckt. Erst einmal eine kleine Einleitung, liebe Leute. Was zum Fick ist der Stolzmonat? Erst einmal vielleicht eine kurze Andeutung, was jetzt genau das sein soll. Das ist keine positive Bewegung. Es ist genau genommen eine Gegenbewegung gegen den Pride Month. Wer ein bisschen gefuchst ist, der wird merken, dass das die reinste Übersetzung zwischen Pride, Stolz und Month, Monat ist. Dementsprechend hat es den Stolzmonat geboren. Warum? Nun, das liegt nun mal daran, weil Schwurbler in der Regel nicht besonders kreativ sind, weil denen scheinbar einige Gehirnzellen fehlen. Und ihr merkt, heute bin ich ein bisschen, shootermäßig unterwegs, denn ganz ehrlich, mir geht dieses Geschwurbel auf den Social Media Plattformen so gehörig auf die Eier, Alter, dass ich langsam aber sicher auch die Schnauze voll habe und diesen Leuten sämtliche Gehirnzellen abspreche. Ich habe Leute gesehen im Moment auf Social Media, die die fucking Wettermeldungen nun als irgendwelche hochgestochenen Nachrichten abstempeln, weil bei denen kein fucking Tornado aufgetaucht ist. Statt dass sie einfach verfickt nochmal froh sind, dass kein Tornado da war. Wie dumm können Menschen sein? AfD oder Stolzmonat? Ganz einfach, so dumm können sie sein. Ich verstehe es nicht. Deswegen habe ich mir aber auch noch gedacht, sprechen wir doch jetzt mal über diesen komischen Stolzmonat da. Ich habe mir den mal über die Woche ein bisschen immer mehr vermehrt angeschaut. Wollte auch dazu relativ früh schon in der Woche ein Video machen, aber hat sich leider nie wirklich ergeben. Deswegen nehme ich das jetzt so spät auf. Und zwar ist dieser Stolzmonat, wie gesagt, eine Gegenbewegung, die die Nationalität feiern soll. Sie soll den Stolz der Nation zeigen, denn man soll wieder stolz sein, ein Deutscher zu sein. Und es geht darum, dass Schwarz-Rot-Gold doch bunt genug ist und man nicht eine Regenbogen- oder andere gemischte Farbenflagge benötigt. Der Punkt, wieso es eine solche Flagge im Pride Month gibt, hat zwar nichts mit einer Nationalität zu tun, das ist allerdings, wie gesagt, einem geläufigen AfDler, Schwurbler oder anderen, der wirklich nichts Besseres im Leben zu tun hat, als sich über solche Banalitäten aufzuregen wie über eine Flagge und einen Monat, der ihnen völlig am Arsch vorbeigehen kann und auch sollte, ohne dass man auch eine Gegenbewegung machen muss, ist einfach nur mal wirklich so bedrohlich scheinbar, dass man eben eine Gegenbewegung starten muss. Die freuen sich schon auf den im nächsten Jahr, weil die den dort auch wieder wahrscheinlich starten werden. Das ist traurig und unheimlich beängstigend, wenn es nicht so dämlich wäre. Allerdings möchte ich jetzt noch dazu sagen, hat sich natürlich das ganze Ding ein bisschen entwickelt. Der ursprüngliche Grund war tatsächlich natürlich eines sehr deutschen YouTubers, einem rechten YouTuber, besser gesagt, um es genau zu sein. Der ist offenbekundig rechts und eben auch sehr umstritten. Und ich werde diesen Namen von diesem YouTuber nicht in den Mund nehmen. Ich habe ihn auch nicht weiter gegoogelt, weil ich damit meine verdammte Google-Historie nicht verpesten möchte. Ich werde euch allerdings einen kleinen Artikel zu der Herkunft und der Bedeutung und der Definition des Stolzmonats unten einfach in die Videobeschreibung packen. Das ist von der Comicschau der erste Link. Es gibt noch einen weiteren Link, bei dem noch ein bisschen andere Infos noch mit reingebracht werden. Die möchte ich euch aber auch einfach nicht vorenthalten, weswegen ich das Ganze mal mit reinpacken werde. Generell, wie gesagt, es geht auch darum, also da ist auch dieser Account kurzzeitig tatsächlich mal gesperrt worden auf Twitter, was ja zurzeit sehr selten passiert, ehrlich gesagt. Allerdings, ist dieser Idee oder diese Idee von diesem YouTuber tatsächlich sehr schnell herangewachsen, was sehr Großes. Die AfD hat natürlich direkt ihre Chance gewittert, um mal wieder richtig schön zu polarisieren. Machen sie auch hervorragend, bis auf die AfD in Hannover. Die haben nämlich unter einen sehr interessanten Tweet dann verfasst, wo es geheißen hat: Männer lieben Männer und Frauen lieben Frauen und es gibt nichts zu bemängeln oder zu bestaunen. Deutschlandflagge ist die Flagge für alle Menschen.
Menschen, die in Deutschland leben. Es bedarf keiner Fantasieflagge, die eine zwanghafte Ideologie und nicht die Bevölkerung repräsentiert. Hashtag nur noch AfD. Das gab es tatsächlich als, als kleinen Twitter-Dingens von der AfD Hannover, die diesen Tweet dann auch gelöscht hatte, aber scheinbar legit war. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es sehr große Thematiken dazu. Und ich möchte euch außerdem mal hier einen leicht bearbeiteten Tweet oder beziehungsweise Twitter-Account mal zeigen, woran ihr denn solche Leute erkennt, dass das solche Schwurbel-Heinis sind. Ganz einfach, die haben alle in ihrem Profilbild, also wie gesagt, der Typ, den habe ich mal ein bisschen, zensiert, dass man jetzt nicht gleich erkennt, von wem das ist. Es gibt ein paar Anzeichen, wie ihr solche, ja, ultraintelligenten Menschen sehr leicht identifizieren könnt. Wenn ihr euch jetzt nicht damit beschäftigen wollt, was die denn so teilen, was die denn so posten, was die denn so machen und so weiter und so fort. Wenn ihr euch dafür nicht interessiert oder nicht anschauen möchtet und vielleicht jetzt auch nicht, wie bei diesem Herrn hier, die Beschreibung seines Profils anschaut, dann solltet ihr auf seinem Profilbild achten. Alle Leute mit diesem, ja, mit dieser verlaufenden Deutschlandflagge, also die von schwarz nach rot nach gelb verläuft, in verschiedenen Stufen zumindest abgestuft ist, diese super tollen Profilbilder mit diesem Hintergrund, die könnt ihr direkt blockieren. Also ich habe tatsächlich bestimmt 50 Accounts blockiert, die, ohne dass ich mir auch nur einen einzigen Tweet durchlesen musste. Ich habe danach kontrollmäßig bestimmt nochmal 5 oder 6 gegengelesen, um mal zu checken, ob ich da jetzt nicht wirklich vielleicht Leute blockiert habe, die vielleicht, keine Ahnung, einfach wirklich nur stolz sind. Aber eine 100% Treffsicherheit, es ist alles solche, oder es sind alles solche Spezialisten. Woran man das meistens auch noch ein bisschen ausmachen kann, aber das ist nur sehr begrenzt inzwischen. Aber ich habe es aber auch gemerkt, dass das auch ein erster Indikator ist, ist tatsächlich, wenn sie alle einen blauen Haken haben. Ich weiß nicht, die haben tatsächlich Geld dafür, damit sie ihre Schwurbelscheiße auf Twitter verteilen können. Es ist extrem anstrengend geworden, aber was will man machen? Die Leute auf Twitter, die werden halt da in der Hinsicht immer aggressiver, egal ob links oder rechts oder whatever. Ich bin auch ganz ehrlich, ich bin inzwischen auch zu Mastodon gewechselt, das eben auch noch eine andere Plattform ist. Aber da bin ich noch nicht so krass aktiv, weil ich auch noch nicht so ganz weiß, wie das funktioniert dort. Aber generell werde ich dort eben auch sein und auch immer jetzt mal mehr, ja, Nachrichten verfassen, einfach weil ich Bock drauf habe und das ein bisschen mit ausprobieren möchte. Das zumindest mal für euch zur Info. Ultra krass dämliches Ding. Und ja, das wollte ich euch zumindest mal mitgeben. Was ich auch interessant finde, jeder dieser rechten Schwurbler hat tatsächlich, das muss ich neidlos anerkennen, weit mehr Follower, als ich auf Twitter je haben werde und je hatte. Die haben alle so um die 2000 Stück. Keine Ahnung warum, ich weiß es nicht. Sie sind ein bisschen, also entweder geben sie sehr viel Geld aus oder man braucht einfach nur was Rechtes posten und dann folgt einem die, ja, ein Viertel der AfD oder die AfD im Umkreis von 60 Kilometern. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das geht. Vielleicht gibt es halt einfach mehr Leute, die diese Meinung teilen. Nein, das ist natürlich Quatsch. Also das lasse ich mir auch nicht einreden durch irgendwelche Zahlen. Ich kann mir auch Bots kaufen, die mich dann liken. Das würde ich genauso wenig akzeptieren. Oder das würden die genauso wenig akzeptieren und mir vorwerfen, wenn ich wesentlich mehr Likes hätte als sie. Dementsprechend braucht man gar nicht drüber reden. Ja, das wollte ich euch aber mal mitgeben. Dieser ganze Pride-Monat, wie gesagt, das ist, oder dieser Stolz-Monat, nicht Pride-Monat, das ist schon wieder fast verwechselt hier. Aber dieser Stolz-Monat ist eine ganz dämliche Geschichte. Wie gesagt, der Kerngedanke ist einfach, man braucht keine bunte Flagge. Man hat ja hier mit seinen Schwarz-Rot-Gold mehr als genug Farben. Mehr braucht man auch nicht und da kann man jetzt auch stolz auf seine Nation sein. Dass die Geschichte sich wiederholt, wurde schon häufig gesagt. Aber in dieser Hinsicht, Leute, merkt man langsam aber sicher, dass sie sich wirklich wiederholt und es ist beängstigend. Ich persönlich für mich kann die deutsche Flagge nicht mehr sehen, ohne mir irgendwelche Gedanken, Vorwürfe oder Verurteilungen im Kopf zu haben, weil es einfach Schmutz ist. Es ist ekelhaft, was da teilweise fabriziert, produziert mit dieser Flagge wird. Es ist ein Armutszeugnis in Deutschland und zwar einfach nur, dass diese Partei überhaupt existieren kann, dass es Leute gibt, die diese wirklich unterstützen mit voller Inbrunst. Und ich bitte dich, wenn du einer von der AfD bist, lass sie alle herkommen. Dann kann ich sie alle blockieren,
Habe ich kein Problem damit, interessiert mich nicht. AfD ist für mich keine Alternative für Deutschland. Es ist der Untergang für Deutschland. Ganz klare Linie für mich hier. Es ist absoluter Quatsch. Auch was ich muss hier das Ganze jetzt ein bisschen ausholen, vielleicht sogar nochmal. Auch wenn ich hier Dokus sehe von Spiegel TV, die hier von Björn Högel, keine Ahnung, halt diesen komischen anderen Faschisten da hinten in Thüringen, der da wirklich, also wirklich krass drauf ist. Wenn du da in dieser Gegend hörst, dass da Leute sich die NSDAP zurückwünschen an die Macht, weil die sich um Deutschland kümmern und die Leute sich nicht mit den Tatsachen beschäftigen, was da bei der AfD wirklich dahinter steht, einfach weil sie keine Ahnung haben möchten oder weil sie sich damit nicht beschäftigen wollen, dann tut es mir leid, dann können wir da langsam aber sicher nichts mehr gegen machen. Wir können nur weiter versuchen zu wählen, weil das wirklich Kritischste an der ganzen Geschichte, liebe Leute, ist, wenn wir anfangen oder aufhören, weil wir denken, dass diese ganze Geschichte sowieso aussichtslos ist, wenn wir aufhören, wählen zu gehen. Und wenn ihr nicht mit den Altparteien zufrieden seid, was ich absolut nachvollziehen kann, zu 100%, sucht euch andere Kleinstparteien. Es gibt so dermaßen viele Kleinstparteien. Ich bitte euch, wenn ihr Protest wählt, dann wählt irgendeine andere Partei. Aber bitte, um Gottes Willen, um Inshallahs Willen, keine Ahnung, bitte wählt nicht die AfD. Irgendwas anders ist mir schnuppe was, aber nicht diese Vollhonks mit null Durchblick, denen es nur gut geht, solange es Deutschland scheiße geht. Die haben keinen Plan, wie sie uns aus der Krise rauskriegen. Ich wünsche denen zwar, dass die mal irgendwelche kleinen, na, vielleicht eigentlich müsste man denen direkt einen großen Viertelbereich geben, wo sie ja mal managen dürfen, weil dann sehen nämlich die Leute, dass die überhaupt nichts geschissen kriegen. Und dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Aber ja, das ist doch alles irgendwann teilweise ein wenig aussichtslos. Aber wir finden da irgendwie schon einen Weg, hoffe ich mal. Nun gut, das war jetzt am Ende noch ein bisschen deprimierender. Aber ich denke, ihr versteht meinen Rant hoffentlich ein bisschen. Und ja, das zum Thema dieses Stolzmonats. Ja, denkt dran, der Pride Month ist wichtig. Ich habe da auch schon mal ein Video drüber gemacht. Es wird noch ein sehr persönliches Video demnächst mal folgen. Ich hoffe, dass ich es noch in diesem Monat schaffe, weil das gehört zu diesem großen Topic dazu. Es wird ein Zeichenvideo werden, so viel kann ich dazu sagen. Und ich hoffe, dass ihr da genauso Bock drauf habt wie ich. Denn ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, über das man häufiger sprechen muss. Bis dahin wünsche ich euch aber was. Ein wunderschönes Wochenende, hoffentlich mit angenehmen Temperaturen. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss, ciao. Auf Wiedersehen.